Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer weiteren Folge Until Dawn auf meinem Kanal. Wir springen heute direkt ins Game, meine lieben Freunde. Muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Was? Ich kann es damit gar nicht töten? Da müssen wir lange schießen. Nein, aber langsamer machen. Ich habe heute nicht ganz so viel Zeit, meine lieben Freunde, deswegen wird das auch heute eine relativ kurze Folge. Ich denke mal so um die 15 Minuten rum. Ja. Ich habe heute noch ein bisschen was zu erledigen. Und wir müssen später noch wegfahren. Ja. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder. Also auf jeden Fall, dieser Wendigo, er ist übel brutal, ja? Ich denke mal, das wird noch richtig krass mit dem werden. Da dürfen wir, denke ich mal, ziemlich gespannt sein, meine Lieben. Er erzählt jetzt gerade den gleichen Text nochmal, den wir in der letzten Folge zu Ende noch gehört haben. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können Sie mich nicht riechen oder. Deswegen können wir gerade noch so ein bisschen erzählen. Ich bin mal gespannt. So, was meint ihr? Wie finden wir Josh in der Hütte auf? Schreibt mir jetzt in die Kommentare. Meint er, ist noch am Leben? Also wenn ich stillstehe, dann. Meint er ist da zerfetzt? Ja. Was meint ihr? Oder wenn ich dir empfehle, es zu probieren. Wahrscheinlich hast du keine andere Wahl. Jetzt wird's krass. Wir sind bei der Hütte. So, ich bin sehr gespannt, was jetzt mit ihm ist. Wendigos. Er ist einfach gar nicht da. Verdammt, was soll das? Komisch. Wir sind zu spät. Still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Aha. Schälte dir die Haut von deinem ganzen Körper. Oh. Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Heftig. Zur Lodge, gut. Ja. Zur Lodge, ja. Dann lass uns mal gehen hier. Okay, meine lieben Freunde, wir folgen ihnen jetzt. Halt! Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ganz leise. Okay, geschafft. Lauf! Oha, oha, was ist jetzt? Da ist er wieder! Gott verdammt! Oh shit! Wir müssen weg hier! Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Er hat seinen Kopf verloren. Komm! Boom! 100er Prezi! Jetzt aber durchziehen, aber ganz schnell! Lauf, Forrest, lauf! Aufpassen, nicht Kopf rammeln. Ah, fick dich! Komm weiter, Chris! Oh shit! Boom! Oh, hat einen schönen Sound, die Flinte, ja? So, jetzt aber schnell! Lass uns rein, Ashley! Oh Gott sei Dank! Bitte lass mich rein, schnell! Heftig. Erinnert mich ein bisschen von Herr der Ringe, dem Hobbit, ne? So ein bisschen. Der Wendigo.
Leute, Gott sei Dank, wo wart ihr so lange? So. Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfer-Typ? Ist er etwa tot? Oh nein. Was ist passiert? Das Ding hat ihn zerfleischt. Direkt vor mir. Oh Gott. Einfach heftig, ja. Sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch ist so, eigentlich schon. Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Was meint ihr? Kommt Hilfe? Es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf. Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Genau. So sieht's aus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Nicht ganz, sagt er. Was ist das? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Ein paar haben überlebt, aber... 15 von ihnen nicht. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Ja, auf jeden. Schräg ist dieser Tunnel. Es ist schon so viel passiert mittlerweile. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Was denn? Nein, das hat mich gebissen. Gebissen? Was hat er? Ach ja, das Ding kam ja von hinten an im Fahrstuhl und hat sie ja gebissen. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Das ist jetzt gar nicht aufgefallen. Ich habe das jetzt so im Spiel jetzt gar nicht gesehen. Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ich jetzt denke, und es ist nicht. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Zeig mal her, Emily. Wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Und das wäre gar nicht gut, wenn du zu einem von den Dingern wirst. Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert, wenn du eine bist, dann wirst du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, erstmal beruhigen jetzt hier, kommt. Was? Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily, du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich habe gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da in Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, oh, okay. Ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, Em. Mike, bitte. Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nein. Nicht für uns. Ich tu das nicht! Es tut mir so leid. Oha, wir müssen eine schwierige Entscheidung treffen. Wir müssen sie am Leben lassen erstmal noch. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Können sie doch jetzt nicht einfach erschießen? Sie ist mit uns hierher gekommen, auf den Ausflug. Vorerst. Auch wenn sie echt eine nervige ist. Und eine absolute Zicke. Beobachtet sie. Aber wir können sie nicht einfach erschießen. Dann müsst ihr es tun. Ja. Genau. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück.
schwere Entscheidung gewesen. Aber ich glaube, wir haben erstmal das Richtige getan. Okay, Ashley reagiert ja so komisch. Dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es gelungen ist. Der Kerl ist ja richtig besessen. Sie im Zaun zu halten. Okay, ich darf nicht weiterlesen. Dann blättern wir mal weiter. Zurück. Hinweis entdeckt. Kampf, okay. Die Augen des Wendigos verändern sich. Okay, Bündel von Heilkräutern und Federn. Und ausprobiert. Okay, so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es gar keinen Effekt auf den Biss so mäßig. Okay, wir können sie beruhigen. Hier steht das. Der Biss. Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. I'm sorry, was hast du gesagt? Gott sei Dank haben wir sie nicht erschossen. Nichts, Mike hat mich fast erschossen. Nennt ihr das nicht? Geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair. Sie hatte Angst. Ja, ich Fakt. Bin, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren würde. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Boah, Digga, was für eine Backpfeife. Die hat gesessen. Sie hat sie direkt in die Knie geschickt. Wir müssen zu Mike. Sofort. Oh, Joshua. Wir sind beim Doktor. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht, während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Das kann man so sagen, ja. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Los, rede, Josh. Er wird jetzt sagen, sie haben mich verletzt. Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Er würde jetzt sagen, es war doch nur ein Spiel. Nur ein Spiel? Ich hoffe sehr für dich, Joshua, dass du Erlösung findest. Schauen wir mal. Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Ja, er. Halt. Nicht liegen.
Großer Gott, was ist das? Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Da wurde sie gebissen. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M. Alter! Fuck, ich kann das nicht. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Kapitel 9, Karma. Noch 2 Stunden bis zum Morgen. So. Machen wir die Tür zu? Oder nicht? Zu? Nein? Ja. So, meine lieben Freunde. Das soll es jetzt aber mit dem heutigen Video gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge genau hier wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Until Dawn und das auf meinem Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.